Ja, wenige Tage vor der Entscheidung am kommenden Sonntag begrüße ich Sie herzlich willkommen hier aus dem Krone TV Waldstudio. Ja, herzlich willkommen natürlich auch an unseren heutigen Gast, den Listengründer und Spitzenkandidaten der Liste Pilz, Peter Pilz. Danke fürs Kommen. Bitte gern. Und auch den Chef der Krone Innenpolitik, Klaus Bandi. Danke fürs Kommen. Ja, wir haben gesagt, Sie haben inhaltlich wahrscheinlich schon fast alles gehört zu diesem Wahlkampf. Es wurden ja nicht nur Inhalte, sondern auch viele Schmutzkübeln ausgetauscht, wechselseitig Unfreundlichkeiten ebenso. Aber wie menschelt's eigentlich? Was tickt hinter den Kandidaten? Wie leben Sie, was denken Sie, wie lässt sich das alles anfühlen, Peter Pilz? Und da habe ich ziemlich viel recherchiert in sozialen Medien. Was denken so die Wählerinnen und Wähler über den Menschen Peter Pilz? Und da muss man sagen, das ist bei Ihnen relativ klar. Guter Inhalt, Themen, durchaus realitätsnah, er traut sich auch etwas, aber am Ende des Tages dient das alles irgendwie der Inszenierung und er würde in Wirklichkeit sogar seine eigene Großmutter verkaufen. Stimmt das? Also, meine eigene Großmutter hätte ich niemals verkauft. Erstens, weil es eine tolle Großmutter war und zweitens, weil ich nichts zum Verkaufen habe, sondern vielleicht verstehen manche Leute in Österreich nicht, was das heißt, manchmal mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Vielleicht verstehen manche Leute nicht, was das heißt, bis zu letzter Konsequenz Politik zu machen. Und wenn Sie versuchen, gegen einen Weltkonzern wie Airbus und Eurofighter zu gewinnen, dann ist es nicht möglich, auf diesem Weg irgendwelche Kompromisse einzugehen. In Österreich hat man dazu manchmal diesen schwammigen Begriff Großmutter verkaufen. Da ist es nicht um Großmütter, sondern um Kampfflugzeuge gegangen. Ich bin absolut rücksichtsvoll bei Großmüttern, aber absolut kompromisslos bei fliegendem Schmiergeld. Mhm. Und wenn da irgendwer sagt, ich wäre bereit, meine Großmutter zu verkaufen, dann sage ich darauf nein. Aber ich bin bereit, das gesamte Eurofighter-Geld aus Deutschland zurückzuholen und ich werde es auch tun. Da habe ich nur eine Frage dazu, wenn wir schon bei Eurofighter sind, bei dem ich ja ein bisschen das Gefühl habe, das ist so ein bisschen Ihr Lebensthema geworden. Aber sagen wir, nehmen wir an, ich könnte Ihnen jetzt hier 10 Millionen Euro bieten, um zu sagen, Herr Pilz, 10 Millionen Euro und lassen wir das Thema. Was würden Sie sagen? Ich würde versuchen, dieses Gespräch auf einen Tonträger aufzunehmen. Also mit der Straße. Und ich würde das dann weitergeben. Bei mir haben sich ja diese Versuche in Grenzen gehalten. Ein Eurofighter-Lobbyist wollte mich ständig auf ein Abendessen einladen und ich habe ihm gesagt, wenn es das Gerichtsverfahren gegeben hat und wenn er möglicherweise auf Bewährung wieder heraus ist, dann bin ich gern bereit, mit ihm essen zu gehen. Und ein zweites Mal haben sie noch die Frau Rumpold geschickt, habe ein Zeugen mitgenommen, damit ich beweisen kann, dass ich mir sogar meinen Kaffee selbst gezahlt habe. Man muss da extrem vorsichtig sein, weil Herr Bandi, unterschätzen Sie zweierlei nicht. Erstens, wie viel Schmiergeld da wirklich fließt, nicht nur in Österreich, auch in Deutschland und sonst wo. Und zweitens, das war immer meine größte Überraschung bei Aufklärungsversuchen, wie billig manche Politiker sind. Und das ist schon erschreckend, wenn man sich immer denkt, ein Minister kostet Millionen und dann stellt sich plötzlich raus, den kriegst du um ein Seidel und ein Schnitzel. Ich habe ja nicht vom Schnitzel gesprochen, sondern sagen von fiktiven 10 Millionen Euro. Also wie viel müsste es sein? Auf wie viel schätzen Sie mich? Naja, es kommt darauf an, wie groß der Schaden ist, wenn Sie weiterreden. Ja, also dann sagen wir, ich rufe es dann noch einmal an bei ERDS und sage, wie viel bieten wir dem Pilz? Also wo ist dann der Punkt, wo man sagen, naja, ehrlich gesagt. Der Punkt ist bei mir schlicht und einfach bei der Staatsanwaltschaft Wien. Das wird immer die Adresse für sowas sein. Eurofighter und ERDS haben ja 183,4 Millionen investiert. Wie viel noch einmal bitte? 183,4 Millionen Euro in Schmierereien aller Art. Ich habe 5 Jahre gebraucht, um überhaupt diese ganzen Briefkästen zu finden. Sie sind über die ganze Welt verstreut. Wenn ein Konzern so viel schmiert, dann muss es ja viele geben, die sich schmieren lassen. Und das ist das Problem, dass Rüstungskonzerne davon ausgehen, dass nicht in Österreich, Deutschland, Griechenland, überall, man an den richtigen Stellen nach wie vor schmieren kann. Und deswegen bin ich auch froh, und das ist für mich nie eine Parteigeschichte gewesen, dass ich mit dem jetzigen Verteidigungsminister erstmals in der jüngeren Geschichte dieser Republik
eine Allianz gegen Rüstungskorruption und Rüstungsschmiergeld schließen konnte. Und wir brauchen diese Allianzen. Ich hab über 10 Jahre gebraucht, um das ganze Parlament hinter die Eurofighter-Aufklärung zu bringen und um diese Allianz zu bilden. Und Doskozil war da ein persönlicher und politischer Glücksfall. Erst seit es diese beiden großen Allianzen gibt, ist die Republik Österreich stärker als einer der größten Konzerne der Welt. Und das ist schon eine tolle Geschichte. Darüber hätte sich auch meine Großmutter sehr gefreut. Jetzt sind wir ja wieder bei diesen starken Ansagen. 180 Millionen Schmiergeld, das sind ja keine Kleinigkeiten. Sehr interessant hier in dem Zusammenhang, Kandidatencheck, wer kann Kanzler? Den haben wir ja sehr intensiv gemacht hier. Sie haben dankenswerterweise teilgenommen. Das war eine spannende Geschichte. War spannend, ja. Hunderte Fragen waren das. Und da sind zwei interessante Dinge bei Ihnen rausgekommen. Sie verfolgen am intensivsten von allen eigene Ziele und Sie sind auch der mutigste von allen. Von allen 5, die mitgemacht haben. Jetzt, Sie lehnen sich immer wieder weiter raus, deswegen lieben wir Sie ja auch natürlich. Auch jetzt, Schmiergeld fließt und so weiter und so weiter. Aber ganz ehrlich, Sie ziehen ja auch ordentlich vom Leder, zum Beispiel gegen Erdogan, gegen den politischen Islam, ja, gegen all diese, ja, Dinge. Wenn Sie in der Früh aufstehen und rausgehen, haben Sie, ganz ehrlich jetzt, auch manchmal körperliche Angst? Nein, ich würde es sonst nicht machen. Das geht auch nicht. Ich überlege mir in solchen Situationen, ob es Bedrohungen gibt, für auch Gespräche mit dem Verfassungsschutz darüber, weil es ja nicht nur um meine Sicherheit geht, da kenne ich mich ganz gut aus, was ist gefährlich, was ist zumutbar, sondern auch um die Sicherheit meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir hatten eine wirklich ernstzunehmende Situation, die eine Kollegin bei mir damals im Grünen Club betroffen hat. Das waren meiner Meinung nach durchaus ernstzunehmende Drohungen, die bis zu Morddrohungen gegangen sind. Haben Sie das je bekommen? Ich habe auch welche gekriegt. Ich habe zwei Begegnungen gehabt mit einem jungen Mann, der mich unbedingt im Namen des Ayatollah Khomeini verprügeln wollte. No, er war ein bisschen größer und stärker als ich, aber ich bin davon gekommen. So schlimm war es auch nicht. Mhm. Man soll das nicht übertreiben. Die Regimes im Iran, in der Türkei, die haben klare Regeln. Die sagen, unsere Leute gehören uns. Wirklich gefährdet in Österreich, zum Beispiel von den Erdogan-Spitzeln, sind Österreicher mit türkischen oder kurdischen Wurzeln. Die sagen dort wirklich in Ankara, die gehören uns und wir machen mit denen, was wir wollen. Ich habe das Privileg, dass meine Wurzeln steirisch und zum Teil wienerisch sind. Und kein Erdogan der Welt wird auf die Idee kommen, der obersteirische Pilz gehört mir und ich mache mit ihm, was er will. Das gibt, so seltsam das klingt, das gibt eine gewisse Sicherheit. Mir wäre es natürlich lieber, wenn sich der Innenminister und diese ganzen salafistischen Moscheen und diese ganzen Spitzelpartien von Erdogan kümmern würde. Meiner Meinung nach gehören da endlich einmal auch im Innenministerium die Samthandschuhe ausgezogen und der Rechtsstaat wirklich beinhart durchgesetzt. Sie beherrschen es ja sehr gut, auch jetzt wieder, auch mit der Stimmlage merkt man das sehr schön. Sozusagen, man merkt schon das düstere Grollen im Hintergrund, relativ egal, was Sie sagen. Das düstere Grollen ist immer da. Schlägt sich das auf Dauer eines Politikerlebens nicht aufs Gemüt? Ist Ihnen aufgefallen, wie viel ich zwischendurch lachen muss? Über sich selbst? Oder über das, was Sie erzählen? Nein, oder? Nein, auch zum Teil auch über mich selbst. Die Hauptrettung in einem langen Leben als Politiker, und ich bin das wirklich gern, ist auch, dass das Gegengift gegen den Überernst der politischen Entwicklung, das einzig Funktionierende, ist Selbstironie. Und wenn Sie nicht in der Lage sind, in der Früh, wenn Sie sich in den Spiegel schauen, manchmal auch herzlich zu lachen, dann werden Sie langsam zum Opfer dieser Überernstnetik. Wer hat denn das noch, die Selbstironie von Ihren Wettbewerbern jetzt? Wem würden Sie das zugestehen? Ich würde das, so seltsam das klingt, am ersten dem Strache zugestehen. Ich finde den persönlich ganz witzig und ich finde ihn persönlich gar keinen unangenehmen Menschen. Wir werden politisch nie auf einen grünen oder blauen oder transparenten Zweig kommen. Ah ja, genau, aber Sie sind ja
Gläsern. Ja, ja, na, aber ist das der, mit dem Sie auf ein privates Bier gehen würden? Das hätte ich mir eh auch überlegt. Wer wäre das beim Peter Pilz? Nicht politisch jetzt, sondern privat. Jetzt stellen Sie mir wirklich eine Gewissensfrage. Nein, ich kann mir es auch mit dem Christian Kern durchaus vorstellen. Ich schätze ihn. Ich habe ihn als ÖBB-Manager sehr geschätzt. Er war extrem kompetent. Ich glaube, er hat die Komplexität des politischen Berufs enorm unterschätzt und ist noch immer völlig überrascht von dem, wo er da eingetaucht ist. Aber persönlich schätze ich ihn durchaus. Ich würde auch mit der Ulrike Lunacek... Das so fühle, das ist dann immer leicht. Aber na, dann gibt es halt mehr Bier. Das ist ja kein Problem. Kann auch Wein sein. Aber was glauben Sie, ist es ein großer Verlust für die Politik, wenn Sie den Einzug ins Parlament nicht schaffen? Ich bin der Einzige, der das nicht beurteilen sollte. Das werden andere beurteilen. Und die sind zum Großteil auch stimmberechtigt. Aber glauben Sie, liegt Ihnen mehr daran, ins Parlament einzuziehen oder dem Parlament liegt mehr daran, oder ja, Österreichern, dass Sie ins Parlament einziehen? Das werden wir sehen. Sie wissen, worauf ich hinaus will, auf den Ego-Trieb des Peter Pilz. Ja, ich weiß es schon, aber ich habe eine einzige Stimme und die wird es wenig sein für den Wiedereinzug ins Parlament. Es ist ja kein Ego-Trieb, sondern wenn Sie nicht ein gesundes Selbstbewusstsein haben und wenn Sie sich nicht selbst zutrauen, etwas in dieser Republik zu ändern, dann brauchen Sie gar nicht anfangen, für den Nationalrat zu kandidieren. Wir haben genug Hinterbänkler. Unser Parlament besteht fast ausschließlich aus Hinterbänken. Mir wäre es lieber, wenn mehr in den Vordergrund treten würden und sagen würden, ich habe ein großes Anliegen, ich kämpfe auch im größten Scheinwerferlicht dafür. Und ich lasse mich daran messen, ob ich was zusammenbringe. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Schauen Sie, und die einzige sachliche Antwort auf Ihre sehr persönliche Frage kann ja nur sein, ich glaube, da der wirkliche Unterschied, wenn ich nicht mehr ins Parlament käme, wäre die Qualität der Kontrolle. Wenn ich drin bin, gemeinsam mit ein paar anderen Leuten, können wir garantieren, dass es wahrscheinlich eine der besten parlamentarischen Kontrollen von Europa gibt. Wenn wir nicht reinkommen würden, ist es sehr wahrscheinlich, dass es das nicht gibt. Und ich vermute, dass egal wer regieren wird. Bei diesen vollkommen zerstrittenen Parteien, die nur vom Hass aufeinander und nicht von was wollen wir für Österreich tun getrieben werden, wird es besonders wichtig sein, dass es eine scharfe und verlässliche Kontrolle gibt. Für die kann ich garantieren, das wissen die Leute auch, da genieße ich durchaus Vertrauen, das weiß ich und da freue ich mich auch drüber. Der Unterschied ist klar. Da möchte ich nur ein Stichwort aufnehmen und zwar das Wort Streit. Der Streit ist ja etwas, das Ihnen nicht ganz fremd ist. Sie sind zum Beispiel im Streit von den Grünen gegangen und ich würde sagen, ich unterstelle Ihnen einmal, Sie waren auch Ursache so manchen Streits oder Auslöser für so manchen Streit bei den Grünen. Sie haben vielleicht so das eine oder andere Feuerchen mit durchaus einer gewissen Lust gelegt. Tut es Ihnen heute nicht ein wenig leid, dass Sie mit Ihrem Antreten die Grünen, den Grünen auch schaden? Ja, wenn es so wäre, müsste ich mir den Kopf drüber zerbrechen. Aber wir sind, wenn ich sage wir, heißt das damals wir Grüne, im Mai dieses Jahres zusammengesessen im Parlament, haben uns die Zahlen angeschaut und haben gesagt, um Gottes Willen, wenn die Umfragen stimmen, sind uns bereits in den letzten 2 Jahren die Hälfte der Wählerinnen und Wähler davongelaufen. Die habe nicht ich vertrieben. Ich glaube nicht, dass die Wählerinnen und Wähler diese Massenflucht aus den Grünen begangen haben, weil der Eurofighter-Ausschuss so gut gearbeitet hat. Da hat es ja wohl andere Gründe gegeben. Und natürlich hat es Streit gegeben und ich glaube, der Streit war unglaublich wichtig und der hätte sachlich zu einem Ergebnis geführt werden müssen. Nämlich der Streit, wie soll es weitergehen in der Flüchtlingspolitik? Der Streit, wie soll es weitergehen mit der Frage, wer kann zu uns kommen und wer nicht? Wie soll es weitergehen in der Auseinandersetzung mit dem politischen Islam? Von den Saudis bis zu Erdogan mit den ganzen Vorfeldorganisationen salafistischen Moscheen. Diesen Streit habe ich geführt, weil das ein sachlicher Streit immer die Voraussetzung für große Entscheidungen ist. Und wir haben doch alle gespürt, die Grünen gehen entweder dorthin oder dorthin. Sie bleiben entweder eine Milieupartei, die sagt, jeder Schritt aus dem Milieu raus ist riskant und dann sind wir plötzlich Wind und Wetter ausgesetzt und wir sind nicht allwettertauglich. Oder, und das war mein Plädoyer,
Mehrheiten werden auch in Österreich nur durch Protestwähler und Protestwählerinnen gebildet. Und die haben ja recht, dass sie protestieren. Die haben ja so gute Gründe, gegen die alte Politik zu protestieren. Muss man mal ernst nehmen und muss ihnen zuhören. Die sind ja nicht alle als freiheitlich auf die Welt gekommen. Das habe ich versucht, meinen damals Grünen zu erklären und bin auf die taubsten Ohren meiner ganzen politischen Entwicklung gestoßen. Und irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo man feststellt, ich habe meine eigene Partei oft überzeugt, was Neues zu tun, diesmal schaffe ich es nicht. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Vielleicht waren meine Argumente nicht gut genug. Jetzt gibt es, wenn man, weil Sie das jetzt ansprechen, es gibt schon auch einen Tenor in den sozialen Medien, mit denen ich auch anfangs begonnen habe. Und möglicherweise war das ein kleiner Grund, wieso der ein oder andere gemeint hat, naja, die Grünen sind da irgendwie doppelmoralmäßig unterwegs. Das ist eine Angriffsfläche, die Sie privat bieten, die Sie seit vielen Jahren auch emsig verteidigen. Peter Pilz und der Gemeindebau, ja. Kaisermühlen. Und das bei einem Nationalratsabgeordneten mit 8.750 Euro brutto, sage ich einmal, ja. Und Nebengeräuschen. Das ist schon etwas, wo man denkt, wieso macht er das? Er bietet da unnötigerweise das Gefühl, er nutzt die Stadt Wien oder den Staat am Ende des Tages aus. Ist das gescheit? Das ist sogar sehr gescheit. Erstens aus einem sehr persönlichen Grund. Ich bin im Goethehof zu Hause. Dort hat meine Großmutter gewohnt, in der Wohnung, dort hat meine Mutter gewohnt und dort wohne ich seit, lass uns mal jetzt nachrechnen, seit ich 18 bin, also seit, glaube ich, 43 Jahren. Mhm. Nein, 45, seit 45 Jahren. Ich habe jetzt 45 Jahre Mieterjubiläum. Da waren wir fast die ganze Zeit national, nicht ganz. Also man hätte ja reagieren können damals. Ja, jetzt bin ich zur Gemeinde gegangen. Damals war der Rudi Ehlinger Finanzstadtrat und habe Briefe geschrieben, alles Mögliche. Ich gesagt, ich möchte bitte, bitte, bitte eine einkommensabhängige Miete zahlen. Mhm. Da hat er mir zurückgeschrieben, geht nicht. Das ist verwaltungsmäßig viel zu aufwendig. Er hatte auch ein paar gute Argumente, ich möchte nicht so drüber fahren. Wenn das nicht geht, okay, habe ich gesagt, dann mache ich halt einen Dauerauftrag an Wohnprojekte der Caritas, das tue ich seit damals. Das ist jetzt so. Na klar. Das heißt, Sie zahlen quasi marktüblichen Zins, indem Sie einen Teil an die Caritas abführen? Sogar ein bisschen mehr. Wie viel zahlen Sie da? Ich überweise pro Monat 300 Euro mit Dauerauftrag an die Caritas, damit ich in einen Bereich komme, wo ich sage, das hätte ich sonst, so hätte ich mir meine Miete vorgestellt. Dadurch bringe ich das für mich persönlich in Ordnung. Aber mein Hauptargument ist ein völlig anderes. Stellen wir uns einmal vor, bei mir im Goethehof in Kaisermühlen ziehen nur noch ein und wohnen nur noch die ärmsten und kinderreichsten Familien dieser Stadt. Ich garantiere Ihnen, im Goethehof würde kein Wort Deutsch mehr gesprochen werden. Kein Wort Deutsch mehr. Das wäre ein Ghetto, völlig isoliert, ohne Integrationschancen. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch Nationalratsabgeordnete drinnen sitzen. Ja, nicht nur Nationalratsabgeordnete, dass ein Gemeindebau sozial durchmischt ist und die, die es sich leisten können, heute ein bisschen oder deutlich mehr zahlen. Viel gescheitere Lösung. Der Gemeindebau in Wien ist ja was ganz Tolles, diese 200.000 Gemeindewohnungen, die wir haben, weil sie das Mietpreisniveau viel tiefer halten als in vergleichbaren Städten. Und wir brauchen mehr von diesen Wohnungen und nicht weniger. Nur, weil ich da sehr assoziativ bin und jetzt in Ihrer Antwort das Wort Ghetto gefallen ist. Na, jetzt hast du noch Goethe. Nein, aber Sie haben gestern einen Satz gesagt und da unterstelle ich Ihnen jetzt keinen Antisemitismus wie der Herr Armin Wolf. Aber Sie haben gestern gesagt, Sie möchten Österreich silbersteinfrei halten machen. Jetzt ohne Antisemitismus zu unterstellen, den ich wirklich nicht unterstelle, aber Sie haben dann noch einmal nachgesetzt auf Twitter, indem Sie gesagt haben, Sie möchten Österreich Sobotka freimachen, wäre das dann antitschechisch. Gerade jemand, der so genau auf Sprache Wert legt wie Sie, haben Sie nicht doch ganz kurz nachgedacht, ist es wirklich gescheit zu sagen, ich möchte Österreich Silberstein freimachen? Natürlich habe ich nachgedacht, weil einige Freunde mich darauf angesprochen haben und gesagt haben, das kann man doch auch anders formulieren. Da haben wir das überlegt und habe auch dann getwittert, naja, das war wohl nicht besonders sensibel, das so zu formulieren. Und das tut mir auch leid. Und ich werde diesen Ausdruck so nicht mehr verwenden, sondern ich werde es anders sagen. Aber ich werde auch in Zukunft sagen. Mich interessiert,
bei Leuten, die unsere Republik politisch verschmutzen in einem Grad, wie ich das noch nie erlebt habe, nicht die Herkunft, sondern ihre Tätigkeit, ihre Ziele, ihre Bezahlung und ihre Hintermänner. Mich interessiert nicht, woher der Herr Silberstein kommt, sondern wer hinter dem Herrn Silberstein steht, nämlich ein gewisser Alfred Gusenbauer. Das sind die Punkte, die mich interessieren. Aber hätten Sie nicht sagen müssen, ich möchte Österreich Gusenbauer frei oder kernfrei halten? Weil ich finde den Vorwurf an die Adresse von Thal Silberstein ja ungerecht. Man hat den Herrn bestellt von der SPÖ und der Mann hat seinen Auftrag erfüllt. Was? Der Herr Silberstein ist hierher gekommen für ein Honorar von 536.000 Euro, wenn ich das recht im Kopf habe, und hat das getan, was er kann. Mhm. Herr Bandi, Sie haben ja vollkommen recht und das ist ja Teil des Problems. Aber Silberstein ist jetzt, wenn man so will, eine politische und geschäftliche Marke für eine bestimmte Art des Campaignings, des besonders schmutzigen Campaignings. So, und jetzt muss man wissen, und das ist das politische Problem des SPÖ-Spitzenkandidaten und seiner Partei. Wer Gusenbauer als Berater nimmt, da ist Silberstein drin. Und sich von Silberstein zu trennen, aber Gusenbauer als den Hintermann von Silberstein als Berater zu behalten, ist einfach eine inakzeptable Lösung, eine wirkliche Scheinlösung. Das heißt, wenn die SPÖ reinen Tisch macht, müsste Gusenbauer nicht nur aus der Beraterfunktion des Spitzenkandidaten, sondern aus allen Parteifunktionen entfernt werden. Ich habe gehofft und ich habe früher auch schon mal öffentlich appelliert, dass der Spitzenkandidat der SPÖ das schafft, weil dadurch wäre die Chance entstanden, dass wir mit ihm nicht die ganze Zeit über Silberstein und Gusenbauer reden, was meiner Meinung nach vergeudete Zeit im Wahlkampf ist, sondern reden über Gerechtigkeit, über Strukturpolitik, über Forschung, über viele andere Fragen, wo es sich zu streiten lohnt, um die Zukunft dieser Republik. Und reden wir vielleicht auch noch Richtung Ende des Gesprächs noch ein bisschen über den Peter Pilz. Das ist nämlich auch so ein Tenor, dass manche Wählerinnen und Wähler nicht wirklich zuordnen können, auch aufgrund vieler Aussagen, die auch jetzt wieder gefallen sind. Und auch wenn Sie mir jetzt gleich sagen werden, diese Richtungsbezeichnung, die ist überholt, aber generell, sind Sie mehr so ein rechter Linker oder ein linker Rechter? Naja, es ist halt schwer, wenn man, also es ist meiner Meinung nach nicht die Lösung, wenn man nicht in eine Schublade passt, zu versuchen, in zwei Schubladen unterzukommen. Sie sind quasi überall? Nein, wenn man es so schematisch macht, wovon ich ja eher abrate, dann würde ich sagen, in der Gerechtigkeitspolitik bin ich eher klassisch links und sage eher für die kleinen Leute und Umverteilung von oben nach unten, aber mit großer Rücksicht auf die Unternehmen und auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Also ein rechter Linker in der Hinsicht. Schauen Sie, und in der Sicherheitspolitik wird niemand auf die Idee kommen, mich als Linken zu bezeichnen. Obwohl ich das einfach für eine vernünftige Sicherheitspolitik halte. Und ich persönlich würde es nicht als rechts oder links bezeichnen. Nein, es geht einfach darum, in einer neuen Art von Politik sich jedes Problem konkret anzuschauen. Das habe ich nicht immer so gemacht. Das habe ich im Laufe der Jahre gelernt. Eben, Sie haben jetzt erst ja diesen Schwenk in der Sicherheitspolitik auch gemacht. Das war früher nicht so. Wie ich ins Parlament gekommen bin, habe ich geglaubt, die Polizei ist ein schreckliches Gewaltinstrument, das man eigentlich abschaffen sollte. Ja. Das ist aber wirklich lange her. Inzwischen, seit 86, ja, haben Sie lange Zeit zum Überlegen. Inzwischen fordere ich zusätzliche Planposten, einen Ausbau des Verfassungsschutzes und eine scharfe parlamentarische Kontrolle. Und eine Verbesserung der Polizeikultur und vieles andere. Aber im Grunde fordere ich, dass unsere Polizei unterstützt und verbessert wird. Beim Bundesheer übrigens ganz was Ähnliches. Der Bundesheerreformkommission mit Helmut Zilk haben wir wirklich was erarbeitet. Das wäre eine Chance gewesen. Und was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist nicht nur den Leuten zuzuhören und dann aus einem Wahlkampf, nicht nur aus einem Wahlkampf, sondern mit einem Rucksack voller Fragen, Sorgen, Ängste, aber auch Hoffnungen zurückzukommen ins Parlament und das aufzuarbeiten und zu schauen, was kann man da machen, sondern auch mit Kollegen und teilweise Freunden anderer Parteien drüber zu reden und zu sagen, ja, wenn die Regierung nur streitet und nichts weiterbringt, setzen wir uns zusammen. Wir sind doch das Parlament. Wir können doch selber ein paar Probleme lösen. Und mein größter politischer Erfolg war sicherlich nicht Eurofighter. Das war was, das zeige ich gern her und da bin ich stolz drauf. Wenn ich in meinem Leben, in meinem politischen Leben was zusammengebracht habe, dann ist es
doch gemeinsam mit anderen ein neues, stärkeres Parlament. Wie vor 31 Jahren ins Parlament gekommen bin, war das ein kniendes Parlament, ein Regierungsparlament. Und wir haben es doch geschafft, dass das Parlament jetzt noch nicht ganz, aber fast auf Augenhöhe mit der Regierung ist. Und wir sitzen immer öfter zusammen, Abgeordnete, und wenn es mir nur einen Kaffee kostet, warum nicht auch mit dem Strache, ist ja kein Problem. Ja. Wir sitzen zusammen und sagen, jetzt machen wir eben was anderes. Gab es ja auch schon den Austausch der grünen Frösche, also eine gewisse Erfahrung gibt es da. Er hat von mir den schöneren Frosch gekriegt. Aber ist es nicht so, dass das Parlament größer geworden ist, weil die Regierungsleute so klein geworden sind? Aber, das ist auch eine zutreffende Aber zum Schluss noch eine Lockerungsfrage. Das ist eigentlich irgendwie für Sie auch eigenartig. Dieser Sebastian Kurz ist halb so alt wie Sie und demnächst Bundeskanzler und Sie kämpfen noch immer um den Einzug ins Parlament. Naja, ich verfolge ein etwas anderes Politikmodell. Ich hätte natürlich auch sagen können, ich streiche die Grünen jetzt violett an und mache ein paar rosa Punkte drauf und sage, das ist jetzt ganz was anderes und wälze das und so weiter. Wir werden ja sehen, ob das gut geht. Ich habe große Zweifel dran. Aber man muss eines zugestehen. Sebastian Kurz ist ein ganz außerordentliches politisches Talent, hat eine ganz außerordentliche Wahlkampfmaschine hinter sich. Das ist höchst professionell. Das wird für eine Wahl reichen. Ich habe größte Zweifel, dass es für eine Kanzlerschaft reicht. Und wissen Sie, wenn man 31 Jahre Abgeordneter ist und die Chance hat, das noch weiter zu sein, weil einem sehr viele Menschen vertrauen, dann geht das nur, wenn hinter der Fassade genug an Substanz ist. Weil so eine Geschichte wie der Herr Kurz, ich maß mir kein endgültiges Urteil an, aber so eine perfekte und professionelle Fassadenstrategie, das geht ein Jahr, das geht zwei Jahre. Das haben wir auch bei Karl-Heinz Grasser erlebt. Irgendwann wird der Blick hinter die Fassade frei. Irgendwann sehen dann die Leute ganz deutlich, was ist drin. Und da, vor 31 Jahren hätte ich das noch nicht als nachhaltig bezeichnet. Aber glauben Sie mal, und das wissen Sie ja auch, bei mir wissen die Leute, was drin ist. Und das ist für meine Arbeit durchaus ein Vorteil. Jetzt wissen wir es noch ein bisschen mehr nach diesen durchaus auch sehr persönlichen Ausführungen. Klaus, vielen Dank für die Spitzenfragen des Innenpolitikchefs Peter Pilz. Danke fürs Kommen. Ja, und Ihnen sei gesagt, das war der Auftakt einer größeren Serie. Morgen hier ein Doppelschlag hintereinander. Sehen Sie bei uns Ulrike Lunacek und Matthias Stolz. Sehr spannend. Alle Kandidaten diese Woche hier in der Krone TV Wahlarena. Vielen Dank für die Premiere. Danke, Klaus, noch einmal. Und Ihnen danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns.